Sehen wir mal. Sheriff Skurky. Vermutlich hat Black Dexter ihm sein Amt verschafft, im Austausch für seine Loyalität. Dexter Industries, die Pumas, die Polizei. Hope ist ein Ort im Belagerungszustand. Jemand sollte hier mal aufräumen. Aber dieser jemand bin nicht ich. Mir geht es nur um das Mädchen. Skurky hält sie irgendwo im Gerichtsgebäude fest, wahrscheinlich in den Zellen im Keller. Ich muss da rein. Da müssen wir also rein. Das Gefängnis liegt hinter dem Gerichtssaal. Es ist der einzig logische Ort, sie festzuhalten. Über die Arrestzellen müsste ich reinkommen. Na, wir sehen mal, ob wir sie dieses Mal wirklich retten. Und er hat einen neuen Anzug an. Sieh mal einer an. Die Staatsanwaltschaft hat das Wort. Nur Angestellte und Angeklagte dürfen diesen Punkt überschreiten. Sie benutzen die Gartenzwerge, um uns zu versklaven. Ruhe. Ich bin... Na schön. Ach ja, Justitia haben wir hier. Wie kommen wir jetzt zu den Zellen? Ich bin nicht sicher, ob ich sie kenne. Ich ebenfalls nicht. Minuten sind wir dran. Wir sollten noch mal... Gehst du also mit den anderen Mädels? Die Gerichtsdiener bewegen sich frei in allen Bereichen des Gerichtsgebäudes. Oh, nein, ich weiß nicht. Ich meine, sowas ist... Ich bin nicht... Das ist nicht... Das ist einfach nicht so mein Ding, weißt du? Hey, du musst dich doch von mir nicht rechtfertigen. Mein Ding ist das auch nicht. Du bist witzig, Bill. Ich meine... Nein, ich meine, du bist süß. Du versuchst nicht ständig so machohaft zu sein. Lass dich von meinem kultivierten Charme nicht täuschen, Jolene. Dahinter versteckt sich nämlich ein ganzer Kerl. Das weiß ich doch. Sonst finde ich dich nicht so interessant. Du findest mich also interessant? Drehst du allen Mädchen jedes Wort im Mund herum? Nur wenn mich das Mädchen interessiert. Dann muss ich wohl mit zum Mädelsabend gehen, nachdem mich kein interessanter Mann zu einem romantischen Abend eingeladen hat. Wann soll ich dich abholen? Punkt 7 Uhr. Und zieh dir was Schönes an. Du führst mich ins La Brea's in Chadwick aus. Wahnsinn. Ich bleib einfach hier und starr dich noch eine Weile an, Jolene. Hab die nächsten 30, 40 Jahre ohnehin noch nichts vor. Aha. Na schön. Hey, schön für Sie. Vase. Okay, der gafft hier und geht weg. Okay, da können wir aber nicht einfach drüber steigen. Okay, das war vielleicht auffälliger als erwartet. Ja. Das war... Oh Gott. Das war die schlechteste Idee überhaupt. Bei weitem. Oh, ja. Wir prügeln uns mal mit der Polizei. Ja. Komm schon. Nein. Schon wieder falsch. Verdammt doch mal. Ja, ich glaube, wir starten besser nochmal neu. Ich bin mir nicht sicher, wie ich darauf komme. Wo waren wir? Das Volk gegen Timothy. Okay, wir gehen mal. Und sehen uns weiter um. Ich bin mir nicht sicher. Oh, hey, Mister. Sind Sie neu in der Gegend? Schickes Toupet. Okay, die beiden Turteltäubchen kennen wir schon. Oh, nein, ich weiß nicht. Ich meine, sowas ist... Da kommen wir nicht raus. Ich bin nicht... Das ist nicht... Das ist einfach nicht so mein Ding, weißt du? Gerichtsdiener. Du musst dich doch von mir nicht rechtfertigen. Okay, wir gehen mal weiter. Also, haben Sie mir ausgeliehen? Okay. Ja. Da sind Polizisten. Und hier brauchen wir eine Schlüsselkarte. Okay. Haben wir hier etwas Hilfreiches? Wir haben hier ein Radio. Okay. Aber keine Schlüsselkarte oder sonstiges dergleichen. Nein. Leider nicht. Da liegt auch nichts. Nein. Wir gehen zurück. Okay, eine Schlüsselkarte wäre hilfreich. Wir laufen mal normal.
Wenn wir beweisen könnten, dass sie das Auto zurückgeben wollten, könnte das helfen. Hallo? Aber es wird schwer, jemand... Tja, da ist mir ausnahmsweise mal die Platte vollgelaufen. Das ist auch schon etwas länger her. Wen haben wir denn hier? Nicht aber, warum ich es tun musste. Ich verlange ein Video der Geheimsitzung des UN-Sicherheitsrats vom 17. Juni 1953. Der hat einen Aluhut auf. Kann es sein, dass wir den in Sniper-Challenge gesehen hatten? In Sniper-Challenge gab es schon jemanden. Das gibt mir jedoch nicht das Recht, seine Reifen zu zerstechen, seine Irish Setter zu entführen oder seinen Schädel mit einem Baseballschläger zu bearbeiten. Leider Gottes. Wir werden dieses Videoband noch ein letztes Mal ansehen. Anschließend werden Sie auf nicht schuldig aufgrund völliger Schwachsinnigkeit plädieren oder ich werde Sie mit dem höchsten Strafmaß belegen, das die Gesetze unseres wunderbaren Staates erlauben. Maestro, jawohl, euer Ehren, sofort. Wenn Sie so gut wären. Okay, dann sehen wir mal. Sehr interessant, dass wir hier in eine andere Verhandlung reinplatzen. Ach ja, die guten Verschwörungstheoretiker. Der hat sogar eine Salatschüssel auf dem Kopf und einen Aluhut. Das ist doppelte Abschirmung gegen die Chemtrails und Strahlen oder sowas. Ihr wisst ja. Wir haben das Video nicht produziert, Mr. Hawk. Das sind Sie, von der Kamera auf frischer Tat ertappt. Und weiter? Oh, ich glaube, ich weiß, wie das endet. Der Cop ist eine multiple Persönlichkeit. Er war die ganze Zeit der Serienmörder. Ja. Sehen Sie sich einfach den Film an, Mr. Hawk. Aha. Das bin ich nicht. Das ist echt faszinierend. Mr. Hawk, doch. Das sind Sie. Ach man, ich mag solche Kleinigkeiten einfach. Davon haben sie ja einige in Hitman eingebaut. Sie sehen gut aus, Mann. Danke. Wenn ich das bin, dann hat die UN mich gezwungen, das zu tun. Ja, das die UN. Das klang mir nun aber verdächtig nach einem Geständnis, Mr. Hawk. Tja, werden wir heute noch das Ende dieses Falles erfahren? Ach, herrje. Ich glaube nicht, dass sie hier nochmal zum Ende des Ganzen kommen. Okay. Wir können hier übrigens nach oben gehen. Das sollten wir vielleicht gleich mal probieren. Und hier auch noch nach draußen. Na, hallo. Schneller, schneller! Ich glaube, der war das. Wir rennen mal im Kreis. Okay, hier können wir sonst... Ah, da können wir doch bestimmt noch irgendwas machen. Hey, warum die Eile? Ich habe eben zu tun. Sie haben ja nichts verloren, Sir. Gehen Sie wieder. Warum? Was haben Sie denn da drin? Ist ein UFO abgestürzt oder was? Aufenthaltsort für Angeklagte, nur für Sicherheitspersonal. Ein albtraumhafter Folterkeller, in dem Gefangene in einem Kampf um Leben und Tod gegeneinander antreten. Jawohl, da kommen wir nach oben. Durch Fenster klettern. Okay. Achso, ja, wow. Es könnte doch eine Weile dauern, außer der Richter beschließt eine Vertagung. Naja, kümmern wir uns mal darum. Sehen Sie? Das Behinderung! Das ja. Ja. Das war die UN. Verdammt! Oh ja, das war knapp. Gut, das haben wir. Auch wenn ich erwischt wurde. Na schön. Okay. Wir gehen noch mal rein.
Danach würde ich gerne mal in das erste Stockwerk gehen. Und jetzt? Ah, okay. Das Ganze wird wohl vertagt. Schicke Frisur. Danke. Was für ein schräger Vogel. Ja, hier spricht John Turner. Ich rufe mit dem Haus an, das Sie zu verkaufen haben. Ja, okay, aber hören Sie, in der Anzeige stand guter Zustand. Aber ich bin ein ernsthafter Sammler, deswegen... Nein, Ma'am, ich habe keine Tochter, ich bin Sammler, wie ich schon sagte. Und oh ja, Puppenhäuser. Ja, das ist ein gängiges Vorurteil. Aber Tatsache ist, dass ich ein erfolgreicher, reifer, heterosexueller Anwalt bin, der... Ah ja, natürlich. ...Entspannung darin findet, alte Puppenhäuser zu sammeln und zu restaurieren. Naja, wenn es ihm gefällt, meinetwegen. Ganz ehrlich. Nein, bleibt ja jedem selbst überlassen. Dass Sie das so ausdrücken können. Ich spiele nicht mit Ihnen, ich... Nein. Yeah. Ma'am, ich habe gesagt, ich restauriere Sie. Alt, ja. Nun, nein, ich müsste es mir ansehen. Aber Ihnen muss klar sein, dass das, was Sie als guten Zustand betrachten, für einen Sammler wie mich... Nein, Ma'am, nein, das bin ich nicht. Nein, das tue ich nicht. Hören Sie, wenn es das Modell ist, das Sie angegeben haben, dann zahle ich Ihnen gerne das Zweifache von dem, was Sie verlangen. Nein, es ist nicht noch mehr wert. Nicht, bis ich es restauriert habe. Dann wäre es... Niemand wird Ihnen mehr Geld bieten, Ma'am, also... Ich bin kein Perversling. Ich bin Sammler, verdammt. Das ist echt skurril. Diese ganzen Telefonate hier. Und sonstiges. Dialoge. Okay. Polizisten. Mass. Genau, hier waren wir schon. Alles frisch. Ich glaube, wir müssen uns echt den Polizisten vorknöpfen. Eindringling. Wir finden hier ein Buch. Ja, hier gibt es nicht sehr viel. Gerichtsbibliothek. Nur für Gerichtsangestellte und Sicherheitspersonal. Ugh. Wir müssen den Polizisten umlegen. Tut mir leid. Aber was sein muss, muss sein. Der ist immer noch hier. Okay. Oder eben, wir müssen etwas zum Anziehen finden. Hier war auch keine Karte oder sonstiges. Gerichtsgebäude. Bisher haben wir noch nicht sehr viel geschafft. Merkwürdig, dass hier nicht mal eine Sicherheitskarte ist. Sehr schade. Den können wir runterschubsen. Gute Idee. Sich hier mit den Polizisten anzulegen. Wir gehen einmal nach unten. Brauchen etwas anderes zum Anziehen. Wisst ihr, ich renne eine halbe Sekunde. Und gleich werde ich schief angemacht. Okay. Also da hinten haben wir ja anscheinend noch etwas, aber da bräuchte ich noch eine Sicherheitskarte. Jetzt hier bewegen sich frei. Aber ich hatte sie doch vorhin umgebracht. Wenn von ihr gesprochen wird. Wie geht's? Und das hat mir ja nicht geholfen. Okay. Ich glaube, wir machen mal Folgendes. Wir gehen in diese Richtung. Dann kommen wir auch mal voran. Ja, den hier. Der muss leider dran glauben. Tut mir leid. Okay, ruhig stellen. Dann verkleiden wir uns und räumen den Körper weg. Und zwar hier. Chameleon. Dann können wir uns hier endlich mal frei bewegen.
Das wird auch Zeit. Sehr schön. Okay, sonst haben wir nichts. Leider immer noch kein Sicherheitsausweis. Eine Waffe. Okay. Ach Mensch, seht euch das mal an hier. Minigolf. Nette Sache. Gut. Ich würde sagen, wir gehen dann mal. Ich kann mir so schlecht Gesichter merken. Oh ja, das kenne ich. Sieht fast so aus wie... Wie geht's denn so? Oh oh. Das kann schwierig werden. Okay, wir gehen weiter. Ja, finden wir hier denn etwas? Ich meine, damit müsste man rechnen. Von je bis Hartford und Hartford. Was für ein wunderbarer Mann. Ja, so viel dazu. Sir, ich müsste also mit Ihnen unterhalten. Ihn hier könnten wir uns vorknöpfen. Oh, Tiere, die getötet werden. Hey, nicht weglaufen! Lassen Sie sich mal ansehen. Ah, hey, was machen wir denn jetzt? Naja, der wird uns gleich abschießen. Okay, wir haben auch leider keinen Kontrollpunkt. Allzu viel haben wir nicht erlebt. Das mit dem Polizisten ist echt ärgerlich. Wo waren wir? Das Volk gegen Timothy Hawk. Ja, jetzt kommt der hier. Einbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch mit der Absicht der... Mr. Hawk befindet sich nicht zum ersten Mal in diesem Gerichtssaal. Der Angeklagte... Ah ja. Nicht schuldig, ihr habt's gehört. Langsam, langsam, Mister. In dieser Stadt geht nichts schnell. Was wollen die denn immer von mir? Okay, aber bisher sehe ich hier nur Polizisten. Ja, natürlich. Okay, sonst ist hier auch niemand. Soll ich mir nochmal den Polizisten vorknöpfen? Wir können auch direkt... hier versuchen vorbeizugehen. Wo läuft denn er hin? Mr. Hawk befindet sich nicht zum ersten Mal in diesem Gericht. Der Angeklagte plädiert auf nicht schuldig. Oh ja. Ich würde gerne mal ihn hier verfolgen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Antrag gestellt. Okay, wir sehen mal, wo er hinläuft. Dann können wir uns nämlich seine Klamotten hoffentlich schnappen. Der geht doch nach oben. Diese merkwürdigen Bilder. Mit diesem Lächeln. Die gab es auch schon in Hitman 4. Blood Money. Der geht doch in die Bücherei. Oder? Okay. Ja, ne? Ausgeliehen geht immer. Ja, den würde ich mir gerne vorknüpfen. Aber... Band 3, okay. Wir haben hier Polizisten. Oh. Mann. Diese Polizisten immer. Okay, ich warte mal auf ihn. Vielleicht können wir uns ihn ja noch vorknüpfen. Auch wenn ich nichts versprechen kann. Wovon spricht dieser Mann? Okay, wir warten. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Hui. H-A-M-A. H-A-M-A. Hammer, Hammer, Hammer. Was? Oh nein. Ruhig stellen, schneller. Ach, hey. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das schnell genug jetzt hinbekommen. Leiche wegräumen. Oder der Körper eben. Das ist schon besser.
Okay. Wir stehen wieder auf 0 Punkten. Nette Weste. Dann können wir doch jetzt einfach mal hier vorbeigehen. Würde ich mal schwer hoffen. Schön, Sie zu sehen. Alles in Ordnung? Ja, soweit schon. Ich stolziere hier mal durch. Das war knapp. Hallo, wie war die Hirschjagd? Herr Jemine. Kein Instinkt mehr. Okay. Schon wieder ein Dummy-Arm. Das sind Patronen. Gut, die bemerken uns ja nicht. Wir haben keinen Instinkt mehr. Oh, hallo. Wie geht's denn so? So weit, so gut. Dexter Industries supports Skurky. Chef Skurky is the law. Mhm. Er ist das Gesetz. Glasklinge. Oh, nochmal weggesteckt. Aufstand eines Einzelnen. Na schön, hier kommen wir nicht weit. Ich habe kaum noch Instinkt übrig. Okay. Ich glaube, ein wenig regenerieren wir eventuell über die Zeit, aber ansonsten... Waffen haben wir noch. Ach so, ich hätte wahrscheinlich das Band erst entfernen müssen. Hey, Sie sollten unbedingt mal im Restaurant vorbeischauen. Sie werden begeistert sein. Ja, da kommen wir nicht vorbei. Wenn du nicht mit mir tanzen willst, halt etwas in den Stand, okay? Wir haben das Video nicht produziert. So viel dazu. Von der Kamera auf. Ich rede mit Ihnen. Hey, wieso ignorieren Sie mich? Bleiben Sie sofort stehen. Ich bin stehen geblieben. Und jetzt? Nein. Heilige. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Auf gut Glück. Glasklinge und Golfschläger austauschen. Ja. Durch Fenster klettern. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Wir hätten wahrscheinlich das andere Band auch manipulieren können. Egal, wir gehen mal weiter. Die scheinen ja alle wirklich Golf zu mögen. Können wir auch noch rein. Ah, ja. Na schön. Ich würde sagen, wir klettern mal durch das Fenster. Wenn ich durchkomme. Feindliches Gebiet. Genau. Ja, da kommen wir aber nicht sehr weit. Ja. Da müssen wir schon runter. Okay. Weiter, weiter, weiter. Hey, lauf, lauf, lauf. Boah. Mann, das war wieder knapp. Okay. Verkleidung. Gerichtswache. Die schnappen wir uns auch noch die Waffe. Tomahawk hier noch. Glasklinge haben wir. Na schön. Das ist ja das Komische, stimmt das? Niemand will darüber reden. Aber die Jungs, die ermittelt haben, haben gesagt, der Glatzkopf... Okay. Der Glatzkopf. Ein Typ gegen die Crew? Unmöglich. Okay, aber was mache ich denn jetzt von hier aus? Können doch da vorne lang gehen. Ich versuche gerade zu eruieren, wo wir entlang gehen müssen, aber... Scheint ja zumindest nicht falsch zu sein. Okay. Deckung wechseln. Schalt dein Hirn ein. Ein Typ gegen eine Bar mit 50 Bikern und Truckern? Nur mit einer automatischen Waffe. Aber nach allem, was ich gehört habe, war das eine ganz altmodische Prügelei. Es ist absolut... Oh ja. Das war sie. Selbst wenn er 3 Meter groß ist. Eine Kiste. Der Ausgang, der ist irgendwo da vorne. Moment mal, wir müssen ja zu den Arrestzellen. Ich habe keinen Instinkt mehr. Und tschüss. Sie machen sich lustig über kleine Leute.
weil ich schleiche, mache ich mich lustig über kleine Leute. Das ist mir neu. Na schön. Lassen wir den Mann mal mit seinen Lektüren alleine. Okay. Bin ich jetzt? Ach, hier. Das ist doch irgendwo hier vorne. Lauf, Forrest, lauf! Okay, hier könnten wir auch noch nach oben. Alles gut, ich bin Polizist. Okay, ich glaube, das hatten wir jetzt am anderen Monitor manipuliert, ja. Ach, weil wir da noch die Karte brauchen wahrscheinlich, oder? Ja, das läuft nicht mehr korrekt. Was machen wir denn nun? Ach, verdammt. Das ist nicht gut. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Schlicht und einfach. Oh je. Sir, könnte ich kurz mit Ihnen sprechen? Nein. Nein, bitte nicht. Sir, ich bin Polizist. Bleiben Sie sofort stehen. Ich gehe weiter. Hey! Hier ist die Polizei. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin selbst die Polizei. Oh, hey, Sie müssen der Neue sein, richtig? Ach, kommen Sie schon. Wollen Sie mich verarschen? Ja, vielleicht. Aha, jetzt schießen Sie natürlich wild um sich.